Willkommen beim Kramer-Fan in Red Dead Redemption. Im Addo ist ganz schön kalt hier. Ich hatte mich ja in der letzten Folge verabschiedet von euch und habe gesagt, ich reite mal vor, weil ich schon gern noch ein Elch jahre wird. Und wie man sieht, Moment, ich muss hier abbiegen. Wie man sieht, da hinten ist schon ein Bärenfell drauf. Da gab es einen Jäger, der hat seinen Kumpel gesucht. Dann habe ich den Kumpel tot gefunden. Und dann hat er sich seinen Kumpel tot angeguckt und ich habe ihm aber gesagt, er soll da bitte nicht hingehen. Nein, er hat ihn unbedingt angucken wollen und dann kam ein Riesenbär um die Ecke. Ja, und jetzt kommt automatisches Speichern um die Ecke. Und da kam ein Riesenbär um die Ecke und hat den auch kaputt gemacht und dann wollte er an mich dran, aber... Hätten wir mal Adua. Adua hat kalt gemacht. So, und jetzt bin ich hier oben in den Schneeberge unterwegs. Hier ist es arschkalt. Adua friert auch, bläst sich alles in die Hände, weil ich ja einen Elch gern jagen würde. Weil mir der hier noch fehlt. Und ich habe hier, ich war schon ein paar Mal hier oben und immer offline. Und dann habe ich schon mal einen Elch gesehen. Hat aber doch auch keinen Platz auf dem Pferd. Zwecks, keine Ahnung. Ja, hier neben liegt noch irgendwo so ein Wolf. Ein Rest Wolf liegt hier noch. Und jetzt suche ich den Elch. Ich habe schon mal einen Araber gejagt hier oben. Der stand hier auch schon mal in der sinnlosen Gegend rum, aber der hat mir dreimal Ei gekickt. Weil ich eigentlich anscheinend zu schnell genähert habe. Und dann. Ja, Fettchen. Und dann war der Araber fort. Und der Andi lag im Schnee und war kurz vorm Sterben. So, und jetzt reite ich hier einmal um diesen See drumherum. Es wird jetzt ein bisschen klarer, das Wetter. Irgendwo hier oben muss es einen Elch geben. Ich bin sogar hochgeredet bis hier oben. Moment, wo waren das? Bis hier oben in die Ecke hier, Glacier. Hammer. Was eine Gegend. Da ist das Camp Colder, wo wir ganz am Anfang waren. Und jetzt bin ich an dem Lake Isabel. So, jetzt bin ich echt am Überlegen. Wahrscheinlich. Also geht's gut, er fängt an zu singen. Also kann das alles gar nicht so schlimm sein. Tja. Ganz so stürmisch, nur noch minus 7 Grad. Es wird wärmer. So, das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, wenn ich hier kein Elch finde, dann muss ich wieder irgendwann runter ins Tal und muss nochmal irgendwie hier hoch oder ich muss es an einer anderen Stelle probieren. Irgendwo hier in der Berge. Oh, das war verkehrt. Das war beinahe in die Hose gegangen. Dann muss ich es halt an irgendeiner anderen Stelle probieren, in der Berge, diesen Elch irgendwie zu finden. Aber ich reite jetzt auf jeden Fall nochmal an den See. Da unten ist das, wo wir damals die O'Driscolls überfallen haben. Ich will ja auch mal mein Pferd entlassen, das hat ja riesen Bärenfell da hinten drauf, das muss ja auch nicht sein. Dass ich hier oben im Schnee rumreite und... alles anstrengend und dann auch so ein riesen Bärending hinten drauf hab. Für mein armes Pferdchen. Also wie gesagt, ich reite jetzt nochmal an den See und probiere mal diese legendäre Fisch da rauszuholen. Ich weiß gar nicht, was das für eine sein soll. Ja, ist doch gut. Wir haben es doch gleich geschafft. Jetzt muss ich erst nochmal gucken. Ich kann natürlich auch mal hier hin raus. An dem Barrow Lagoon vorbei. Und dann, ich bin hier ohne hochgekommen. Hier an der Ewing Basin bin ich vorbeigekommen. Das sind auch irgendwelche Leute, die mich nicht leiden können. Nicht ganz geklappt. So, und hier müsste es jetzt rein, theoretisch. Genau. Diesen legendären Fisch gebe.
und ich bin an einem See. Also brauche ich einen Spezialseeköder. Genau, der ist schon dran. Und Attacke. Ich habe mir gestern schon mal einen rausgeholt, einen großen Fisch. Aber das war eine normale Muskellunge, nichts Legendäres. Mal gucken, was jetzt heute eventuell anbeißt. Oh, okay, sehr. Da ist schon was. Ist natürlich hier am Eis sehr gefährlich. Das ist natürlich immer ratzfatz in Schnürchen gerissen. Genau, komm her, du. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ein großer Fisch ist es auf jeden Fall schon mal. Ah, nicht so weit. Und das Eis da, bitte. Komm raus, du. Well, look at you. So, was habe ich da jetzt? Muskie, I reckon. Nice. Muskellunge, aber normal. I can't put you back. So, was mache ich jetzt mit dem? Das Fältchen kommt schon. Ha. Ich glaube, ich koche die jetzt erst. Weil ich Bärenfell würde ich schon gern mitnehmen und verkaufe. Das ist mir dann tatsächlich lieber. So, Adua, wie wär's mit Koche? Zartes Fischfilet, genau. Attacke. Nee, esse tue ich nicht. Ich lagere das immer. Und zurück. Und weggehen. Das ist immer ein Matzaufwand für nichts, aber ist egal. Ich will mein Bärenfell behalten. Gut, also mit dem Fisch, die Aktion hat auch nicht geklappt. Okay, then. So, und jetzt markiere ich mir mal den Weg. Hier an dem Barrow Lagoon. Mal gucken, ob ich auf diesem Weg einen Elch finde. Waffe habe ich das seltene Rolling Bockgewehr ausgerüstet. Genau. Weil es ist ja auch ein großes Tier. Da brauche ich auch Matzbums, um das umzunieden. Ich sehe gar nichts, weil hier voll der Nebel ist. 3 Grad nur noch minus, okay? So, hier jetzt natürlich ein Elch zu finden, der Sub, das ist natürlich auch sehr witzig. Weil hier den Weg bin ich tatsächlich noch nicht geritten. Wie gesagt, ich habe hier oben ziemlich alles abgeklappert. Das Allergeilste war, wie ich da oben bei diesem Glacier da war, ganz in der Ecke oben von der Karte. Da saß auf einmal 5 Wölfe, ich volle Suppe auf die drauf zu und die laufen von mir weg. Das war so bis jetzt das Allerwitzigste, was ich hier in dem Spiel gesehen habe. Normal, gerade 5 Stück, fresse mich normal, ganz easy. 2 schaffe ich, die anderen 3 fresse mich. Aber in dem Fall waren die so erschrocken und sind weggelaufen. Ich brauche gar nichts machen. Hat ich auch noch nicht. So, hier natürlich auf dem schmalen Weg ein Elch zu finden, das ist natürlich, ach so ein Sach, wahrscheinlich unmöglich. Ja, Fede, ist doch gut. Das ist eine hammerharte Gegend hier. -4. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich hier rauskomme. Hier waren da auch irgendwie Wölfe. Wölf mit so einem Bär beschäftigt auf dem See, da. Kann ich mich noch dran entsinnen, wie ich in dem
Baumstamm in dem Astloch da eine Karte gefunden habe. Wenn ich achte, hin und her hochkomme, wo ich jetzt runterreite. Ja. Jetzt müsste da ohne wieder irgendwelche Wölfe unterwegs sein. Rocky Mountain Wapiti-Bulle. Hängt der im Eis fest oder was? Keine Ahnung. Mal kommen hier oben ein paar Wölfe raus. So, dann mache ich mich jetzt mal ab da runter an die Kreuzung. Ja. So, jetzt mit Vollgas. Hier wird es wieder weniger Schnee, minus 1 Grad nur noch. Gut. Ja. So, also mein Ausflug in den Norden in den Schnee war jetzt erst einmal nichts. Aber ich habe auch keine Ahnung, wo ich hier noch einen Elch finden soll. Ich meine, das ist hier schon ein großes Tier, aber ich habe echt keinen Plan, wo ich den finden soll. So, wo ist denn jetzt hier der nächste Trapper? Der ist doch hier an der... Moment. Ach, hier unten an der Rick Station. Da ist der nächste Trapper. Da mache ich mich jetzt mal hin. Ich muss wieder mal ins Warme. Ich war jetzt, glaube ich, 3 Tage da oben im Kalte. Also 2 Tage offline. Und jetzt hier der 3. Tag mit euch zusammen. Ich glaube, ich lasse die Klamotte an. Hier fängt es an zu schneien und zu regnen. 0 Grad die Übergangsphase. Ja, 0 Grad passt. Ja. Weil ich möchte unbedingt mal mein Pferdchen ein bisschen entlasten. Das sind auch wieder die Wapitis. Nee, der Rocky Mountain Wapitis, genau. So, hier ist die Stelle mit dem legendären Widder. Den habe ich ja auch schon gefangen. Ja, Elch. Keine Ahnung, wo ich hier einen Elch auftreiben soll. Komische Fisch kriege ich auch nicht gefangen. Keine Ahnung, was ich hier immer alles verkehrt mache. Aber wie gesagt, ich mache mich jetzt wieder mal hier in wärmere Gefilde in unsere Gegend. Wie gesagt, für euch ist das jetzt relativ kurz. Ich habe da jetzt eine Strecke abgeritten nach dem Elch gesucht und habe da einmal geangelt und versucht, diesen Fisch da zu fangen. Aber wie gesagt, ich war jetzt, glaube ich... Ui, ui, ui. Ei, du Kunnes. Zeugemord, wo...
Jetzt geht's wieder los. Verbrechen gemeldet. Wo ist dem anderen sein Gaul? So, das ist meiner. Wo ist jetzt mein Fell? So, irgendwo liegt was. Ich muss jetzt richtig Gas geben hier. Da ist es. Aufheben bitte. Jetzt kommen gleich hier die Sheriffs um die Ecke. Ich muss weg. Komm, Arthur, gib Gas. So, und jetzt ab hier. Alter, das gibt's doch alles gar nicht hier. Was ist denn hier los? Das alles nicht. Was sind das denn hier für Kunde? Das ist mein Fell. Wo ist das jetzt schon wieder hier in dem ganzen Durcheinander? Alter, was eine Action, ne? So, Gesetzeshüter sind immer noch auf der Suche nach mir. Ich glaube, dann muss ich mich mal hartig vom Acker machen. Wo ist mein Pferd? Da unten drunter liegt's. Kann ich das jetzt aufheben? Ich lasse mich gar nicht von dem beeindrucken. Ah, super. Jo, gestorben. Alles klar, war ja klar. Mann, was eine Aktion hier schon wieder. Neff. Wie ein Unfall. Wegen einem Unfall geht hier voll die Post ab. Aber jetzt habt ihr mal gesehen, wie das so geht. Meine ganzen Fälle sind jetzt wieder weg. $50 haben sie mir geklaut. Ist das zum Kotzen? Mein Pferdchen war kurz vorm Abkratzen, da waren alle Fälle weg. So, jetzt fangen wir mal ganz von vorne an. Arthur muss irgendwas essen, und zwar Großwildfleisch mit Ackerminze. So, jetzt muss ich mich nochmal um mein Pferdchen kümmern. Ich glaube, dem geht es nämlich auch nicht gut. Pferdeerwecker, was habe ich denn da noch? Spezialpferdeerwecker, nee. Angeborenes Pferdestimulanz, die nehmen wir mal. Zack. So, die Ausdauer ist bei dem im Arsch. Pferdearznei, angeborene, jawohl. Kriegst du noch einen Spritz hier? Nützt nichts, okay. Gut. Erst einmal wieder alles versascht. Ja. Wo bin ich? Da liegt immer noch mein Fell. Das werde ich mir jetzt noch schnappen. Das liegt nämlich noch auf der Erde. Aber wie es weitergeht, das sehen wir dann tatsächlich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Jetzt habt ihr mal gesehen, was hier so abgeht, Alter. So, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.